Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Voll in die Fresse, 25.000 Euro Buchverlust. Das ist das, was ich zu ertragen habe durch das Wirecard-Desaster. Das heißt, in diesem Video jetzt ein bisschen persönlich, wie gehe ich damit um, was bedeutet das für mein Depot, für meine Performance, die werde ich euch zeigen. Es soll aber auch um die Signalwirkung gehen und um die Außenwirkung dieses Wirecard-Desasters auf das, was man deutsche Aktienkultur nennen kann. In Anführungszeichen muss man das ja setzen. Denn ich denke, was hängen bleiben wird, ist, dass Aktien was für Zocker sind, wo du, wenn du so leichtsinnig bist, in Aktien zu investieren, 50% innerhalb eines Tages oder auch gerne 80% innerhalb von 2 Tagen verlieren kannst. Wenn es ja bei einem DAX-Wert passiert, dann kann es ja auch bei allen anderen, vor allem bei kleineren Unternehmen passieren. Und auf die Zahlen kann man sich sowieso nicht verlassen, denn auch wenn es attestiert ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es stimmt. Das ist sehr schade und in diesem Video also jetzt erstmal, wie ich damit umgehe und dann meine Meinung, ob Aktien tatsächlich spekulativ sind oder doch geeignet sind für den langfristigen Vermögensaufbau. Ja, mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net und hier geht es ums langfristig investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Klappt nicht mit jeder Aktie. Beispielsweise klappt es nicht mit Wirecard, die zu einem reinen Spekulationsobjekt verkommen sind. Ist also nichts für Investments. Und ich habe die Aktie noch. Ich habe es also noch nicht glattgestellt. Meine Verluste liegt nicht daran, dass ich mich scheue, Verluste zu realisieren. Aber ich wollte auch nicht im ersten Gefühl der Panik, gut, Panik hatte ich keine, aber ich wollte auch nicht von Gefühlen getrieben verkaufen, sondern erstmal gucken, was da wirklich passiert. Denn wenn es da so einen Rums gibt, dann kann alles passieren. Es kann, also wenn eine Aktie um 50%, 60% einbricht, dann kann es am nächsten Tag um 30% steigen oder weiter um 30% oder 40% fallen. Es hat sich jetzt das Letztere als wahr herausgestellt, also nochmal gefallen. Und es kamen ja nochmal schlechte Nachrichten dazu, dass die angeblichen Treuhandbanken gesagt haben, Schulterzuckend, tut mir leid, aber wir wissen nichts davon. Gut, da ist ein Mitarbeiter, der war korrupt und der hat dann die Belege gefälscht, aber bei uns gibt es die Treuhandkanten leider nicht. Wirft kein gutes Licht, also falls das überhaupt noch irgendwas, naja, also macht es noch schlimmer, als es vorher war. Aber es soll jetzt nicht um Wirecard gehen, beziehungsweise es soll nicht um die Inhalte gehen von Wirecard, sondern was das für einen persönlich wie mich bedeutet. Und ja, genau. Dann, ich hatte es schon gesagt, im Titel 25.000 Euro Buchverlust momentan. Das heißt, zeige ich dir jetzt mal, das siehst du hier, das ist ein Auszug aus der Trader Workstation. Es sind also knapp 25.000 Euro Verlust, 24.000 und ein paar zerquetschte. Und das ist eine große Summe. Da kann man sich ja schon durchaus ein Auto für gönnen. Es war klar für mich, dass Wirecard ein riskantes Investment ist. Ich bin es eingegangen und andere sind es nicht eingegangen. Die waren jetzt im Nachhinein im Recht. Es gibt einige natürlich, die sagen jetzt, sie haben es schon immer gewusst. Die haben sich jetzt eine goldene Nase verdient, denke ich mal, weil die sind dann ja short gegangen. Denn wenn sie es nicht gemacht hätten, wären sie ja doof. Ist ja so ähnlich, wie wenn du sagst im Nachhinein, du hast die Lottozahlen schon gekannt, aber du bist halt nicht Lotto spielen gegangen, weil du warst irgendwie zu faul oder was weiß ich. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Dass Wirecard ein riskantes Investment gewesen ist, das haben wir auch immer wieder gesagt. Wir haben jetzt auf dem Aktienfinder-Blog, wo es ja kostenlose Aktienanalysen gibt, siehst du hier, wir hatten am 2. Juni eine Aktienanalyse veröffentlicht zu Wirecard, wo wir auch auf die Risiken eingegangen sind. Hieß dann auch Schnäppchen für Hartgesottene. Und wir haben das Ganze auch auf dem englischen Blog veröffentlicht mit englischer Sprache. Da ist der Titel im Nachhinein vielleicht sogar noch ein bisschen treffender. Es hieß nämlich Wirecard Stock Get Rich or Die Trying. Scheint jetzt eher das Letztere zuzutreffen. Also wir haben dann auch hier im Verzeichnis der frei zugänglichen Aktienanalysen eine Menge an Aktienanalysen noch für Wirecard hinterlegt, so dass es im Prinzip jedem bewusst gewesen ist, dass Wirecard ein riskantes Investment ist. Und man konnte sich also aussuchen, ob man dieses Risiko eingeht oder nicht. Das ist schon mal wichtig festzuhalten, denn es heißt, anders ausgedrückt,
Aktie ist nicht gleich Aktie. Es gibt Aktien, die sind eben, die haben einen spekulativen Charakter. Und es gibt Aktien, die sind doch eher ruhigerer Natur, wo man weniger böse Überraschungen zu erwarten hat. Dass es auch mal bei anderen Aktien passieren kann, von denen man es überhaupt nicht erwarten würde, das gibt's. Aber es gibt auch dagegen ein Heilmittel, das werde ich dann auch noch nennen. Ich bin das Risiko ja ganz offensichtlich eingegangen mit Wirecard. Und warum bin ich es eingegangen? Weil unter anderem sich damit gut hat Geld verdienen lassen, die längste Zeit. Ich tue ja auch noch Aktienoptionen verkaufen. Und hier siehst du dann, dass ich es schon eine ganze Weile gemacht habe oder relativ oft mit Wirecard. Und hier siehst du die Prämien, die ich dabei kassiert habe am Ende aller Tage. Und wenn man das aufaddiert, dann sind das immerhin 8.300 Euro. Zwischenzeitlich hatte ich dann auch die Wirecard-Aktie mal gekauft, dann wieder verkauft. Da habe ich dann auch knapp 6.000 Euro Kursgewinne realisiert, sodass in Summe jetzt aber noch 10.500 Euro ich in den Miesen bin momentan. Das wird sich jetzt natürlich täglich ändern, solange ich die Aktien nicht verkauft habe. Wird es entweder noch weiter nach unten gehen oder wird sich es wieder ein bisschen erholen, je nachdem. Das war aber eine meiner Motivationen. Man hat halt damit mit dem hohen Risiko verbunden, alle hohe Prämien bekommen im Rahmen des Optionsverkaufs. Und ich bin das eben eingegangen. Zeitgenossen, die weniger aufregende Investments suchen, die, ich sage jetzt mal, in diesem einen Fall hier bezüglich Wirecard solider unterwegs sind, die wären das Risiko nicht eingegangen. Also die hätten nicht angefangen, wenn wir uns noch ein bisschen abwertend vielleicht formulieren, die hätten nicht angefangen zu zocken. Das ist aber schon eine wichtige Unterscheidung, die man treffen muss. Was bedeutet es jetzt für mich persönlich? Also ich habe ja jetzt diese 24.000, fast 25.000 Euro Buchverlust drin. Zerschlägt es jetzt mein Depot? Muss ich jetzt betteln gehen oder was auch immer? Und da möchte ich dir jetzt dann halt mal mein gesamtes Depot erstmal zeigen. Und das ist dann auch ein Learning, denke ich auch mal, für jedermann. Ich habe dieses Kuchendiagramm, was mein gesamtes Depot zeigt, schon vor zwei Videos gezeigt. Da war es noch in die andere Richtung. Da war der Titel Crushing Nasdaq mit 40% oder 50% im Plus innerhalb eines Jahres. Und da habe ich dann im Rahmen der Auflösung gezeigt, dass es sich da nur um wenige einzelne Positionen gehandelt hat. Und man aber das hat so darstellen können, wie es andere auch eben tun, aber wie es andere gewerbsmäßig tun, um sich in einem guten Licht darzustellen. Und ich habe das da mal aufgedröselt, damit du halt nicht so drauf reinfällst. Jetzt zeige ich es dir hier nochmal, aber unter anderen Vorzeichen, nämlich jetzt sozusagen als Verlierer. Und zwar habe ich jetzt ja immer noch die Wirecard-Position, aber die sind jetzt so klein, dass du gar nicht mehr den Namen da drin lesen kannst. Das ist nämlich die hier. Das sind jetzt quasi die Überreste von Wirecard. Und da muss ich mal gucken, was ich damit mache. Jetzt siehst du aber auch, dass es noch durchaus andere Positionen in dem Portfolio gibt und dass insgesamt hier das Wirecard nicht allzu viel ausmacht. Selbst als es noch etwas größer war, kam es jetzt nicht raus über die Position, die wir zum Beispiel hier bei Amazon sehen. Das heißt also, dass ich nicht betteln gehen muss. Also falls du schon jetzt das Spendenkonto gesucht hast, kannst du das Browser-Tab wieder schließen. Ich kann damit jetzt erstmal leben. Und was heißt es jetzt ganz konkret in Zahlen? Da zeige ich dir jetzt mal die Auswertung, die habe ich mir gerade eben gezogen bezüglich meiner Performance. Und es ist die Performance von diesem Depot bis auf einige wenige Positionen, die da nicht drin sind, weil es ist die die Performance von Lynxbroker und da fehlen die Positionen von Novo Nordisk und von Coloplast, die ja sehr, sehr gut gelaufen sind. Das heißt, eigentlich ist die Performance noch ein bisschen besser. Und wie gesagt, da sind diese 25.000 Euro Buchverlust drin. Und hier ist es. Und dann siehst du hier oben, das ist dann meine Performance jetzt von dem Lynx-Depot. Und hier unten drunter, das sind dann Vergleichsindizes. Das Grüne ist dann der S&P 500 in US-Dollar allerdings. Der ist jetzt auf Jahressicht vom 1. Januar abgesehen leicht im Minus. Wie viel Prozent werden es sein? Vielleicht irgendwo zwischen 2 und 3%.
Und bei mir sind es jetzt 9,1%, das habe ich abgelesen, siehst du hier nicht, im Plus, also hier sind es 8%, ist ein bisschen höher, sind 9,1%. Und das Wirecard-Desaster jetzt für mich persönlich hat jetzt sozusagen hier, das siehst du hier, 2 Tage, der eine Tag, wo es runterging, und dann ging es hier nochmal runter. Und das hat natürlich definitiv mit Wirecard zu tun, weil im Großen und Ganzen die letzten 2 Tage ging es nur ganz, ganz leicht abwärts, eher seitwärts, und bei mir ging es jetzt halt runter. Und ja, das ist ärgerlich. Ich persönlich bin enttäuscht. Ich glaube, das kam beim letzten Video schon rüber. Aber also insgesamt geht es ja immer noch für mich. Und es geht für mich, weil ich halt diversifiziert habe. Und das ist das Zweite, was hängen bleiben sollte, wenn man sich jetzt fragt, ob Aktien rein spekulativ sind oder nicht. Ich habe eins schon genannt. Du kannst dir selbst aussuchen, wie spekulativ du unterwegs bist. Das machst du, indem du einmal fundamental auf die Kennzahlen schaust und dann noch, also quantitativ sozusagen, und dann noch qualitativ schaust, was zu diesem Unternehmen, was zu dieser Aktie gesagt wird. Beides kannst du ja hier auf Aktienfinder.net tun. Du kannst sowohl screen, dir die Kennzahlen anschauen, die attestierten Kennzahlen, auf die man sich normalerweise durchaus verlassen kann, aber im Fall von Wirecard eben nicht. Wirecard ist halt die Ausnahme. Das erkennt man unter anderem daran, dass es jetzt so ein Riesenskandal werden wird. Und wir hoffen mal, dass es die Ausnahme bleibt. Und dann hast du ja noch zu den Kennzahlen hier dieses Verzeichnis mit den ganzen Aktienanalysen. Und wenn du da ein bisschen liest, kommst du sofort drauf im Fall von Wirecard, dass das Ganze doch einen, ja, ein Geschmäckle hat, beziehungsweise immer einen spekulativen oder einen hohen, riskanteren Touch gehabt hat als andere Investments. Und ich hatte mich dann entschieden, dieses Risiko einzugehen, aus den genannten Gründen, habe aber durchaus diversifiziert oder anders ausgedrückt, ich habe Risikomanagement betrieben. Das heißt, wenn mir das dann um die Ohren fliegen würde, was es ja, was da passiert ist, dann kann ich damit notgedrungen leben. Und das sollte man eben auch beachten, wenn man einzelne Aktien investieren möchte. Das heißt, man muss sich erstmal die richtigen Aktien aussuchen, aber nicht bei einer Aktie oder bei 2 Aktien stehen bleiben, zu sagen, ja, das sind jetzt die Investments, mit denen möchte ich jetzt lang, an die möchte ich mich jetzt langfristig binden, und an die möchte ich mich, von denen möchte ich mein finanzielles Vermögen für die nächsten Jahrzehnte festmachen. So nicht. Man muss sich halt durchaus ein Portfolio zusammenzimmern, das soweit durchstrukturiert und diversifiziert ist. Ob das jetzt dann, ob man da schon bei 10 Aktien einen Schlussstrich ziehen möchte oder ob es 20 wie im Starterdepot werden sollen oder vielleicht noch mehr, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Ja, ich halte momentan noch die Wirecard-Aktie. Ich werde mir noch angucken, jetzt die nächsten Tage, was da noch so passiert, und entscheide dann, ob ich halt die Verluste realisiere oder ob ich es mal noch weiterlaufen lasse. Kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Ich kann nur sagen, dass es momentan ein rein spekulatives Investment ist. Und hätte ich es gewusst, hätte ich natürlich deutlicher gewarnt, hätte ich die Aktie so nie gekauft. Ja, aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Du selbst, du entscheidest, wie spekulativ du unterwegs bist. Du entscheidest, wie stark du diversifizierst, wenn du dich für Investments in Aktien entscheidest. Ich denke persönlich, was die Aktieninvestments angeht, wir werden, es ist das Zeitalter der Aktie, glaube ich jetzt tatsächlich, das habe ich noch nie gesagt, aber ich glaube, wir stehen vor dem Zeitalter der Aktie als Investment. Wir werden auf absehbare Zeit nicht mehr aus dem Zinstief kommen. Das heißt, Sparbuch, Lebensversicherung, diese ganzen klassischen Anlageformen, Tagesgeldkonto, das ist verbrannte Erde quasi, wenn es um die Rendite geht. Was übrig bleibt, sind gute Unternehmen, in die du investieren kannst. Und davon gibt es reichlich, davon kannst du reichlich von im Aktienfinder sehen oder finden. Und ich mache langfristig meinen Schnitt. Ich bin schon seit über 20 Jahren dabei. Es ist kein Hexenwerk. Wir haben im Starterdepot gesehen, wie, ja, ich sage jetzt mal, ja, man muss sich damit beschäftigen, aber prinzipiell, wie einfach es ist. Wir sind da ja auch
ganz gut unterwegs. Lass es mich dir mal zeigen, falls du es nicht kennst. Und zwar siehst du das hier. Darfst jetzt nicht vergessen, wir haben ja einen Crash hinter uns, den Corona-Crash. Und wir hatten hier im Starterdepot angefangen zu investieren. Im Juni hatten wir die erste Aktie gekauft über Sparplan und waren erst im November quasi voll, dass wir alle 20 Aktien hatten, die wir besparen wollten. Und sind da jetzt trotz Gegenwind durch Wechselkursverluste mit über 7% im Plus, und das sind schon die Gebühren drin. Wir könnten aber auch genauso mit 7% im Minus sein, weil langfristig, wenn du auf die richtigen Aktien setzt, ich zeige dir mal, wie das da aussieht, das sind die Aktien, in die wir investieren, wenn du langfristig solide investierst, in solide Unternehmen investierst, dann machst du deinen Schnitt. Das war bisher immer so am Aktienmarkt, und solange die Wirtschaft weiterhin wachsen wird, was ein Zeichen unserer Zivilisation ist, dann wird es auch weiterhin der Fall sein, dass du mit soliden Aktien dein Schnäppchen machen kannst. Das soll jetzt also ein Statement pro Aktie sein, und ich versuche jetzt einfach ein bisschen auch Schadensbegrenzung zu betreiben im Rahmen meiner kleinen Möglichkeiten, die ich da habe als Betreiber vom Aktienfinder und als kleiner Finanz-YouTuber sozusagen. Ja, dann soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dich noch ein bisschen für die Aktie, ein bisschen für die Aktie, ja, begeistern will ich nicht sagen, aber ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, dem Zweifel. Bis zum nächsten Video. Danke, dass du zugeschaut hast. Ciao.